Hallihallo, meine Lieben. So, da bin ich wieder mit Miss Survival. Ja, letzte Folge habe ich erfolgreich mein Auto in den Berg gesetzt. Und jetzt darf ich mir überlegen, wie ich nach Hause komme. Ich meine, ich habe mal versucht, eine Mitfahrt zu suchen. Und da ist der Bär. Da wollen wir nicht hin. Ich glaube, wenn wir uns jetzt mit dem anlegen und der uns irgendwie so das halbe Bein abreißt, wird es noch schlechter mit nach Hause kommen. Aber ich würde sagen, ich meine, wir wissen ja, wo das Auto steht. Und wir laufen jetzt einfach. Notfalls können wir uns auch hier mal Unterschlupf suchen. Was zu essen haben wir ja auch dabei. Eigentlich geht es uns ja gut. Ja. Wir haben ja eigentlich alle Zeit der Welt. Wir packen jetzt da hinten mal den Kofferraum voll. Und gehen das alles ganz locker an. Es wird alles gut. Was? Ein Reifen, perfekt. Sage ich ja. Es geht vorwärts. Wir haben immerhin schon mal einen Reifen. Nee, nee, nee. Ich mache übrigens nächsten Monat meinen Führerschein. Das kann ja lustig werden mit meinen Fahrkünsten. Ich glaube, das sollte ich meinem zukünftigen Fahrlehrer nicht erzählen. Ach ja. Ist nicht eine schöne Gegend. Deswegen wollte ich laufen. Weil, ganz ehrlich, man braucht auch ein bisschen frische Luft so. Besonders wenn der giftige Nebel unterwegs ist, da ist Frischluft das Beste, was du bekommen kannst. Und ja, die Aussicht kannst du viel besser genießen. Es ist halt nicht so, wie als würdest du im Auto sitzen und fährst halt von A nach B, das ist doch langweilig. So kannst du wenigstens wirklich auch die Gegend ein bisschen mehr verinnerlichen. Ja, das war jetzt natürlich Absicht. Oh. Ich war schon immer eine schlechte Lügnerin. Oh, da hinten steht auch noch ein Auto. Wieso steht da hinten ein Auto? Das sieht man auch noch so 2 Kilometer weit weg. Ja gut, 2 Kilometer sind es jetzt auch nicht. Aber ewig weit weg, ja. Und dann siehst du es aber total leuchten. Die Lampen können hier rein, die Säge. Weil das sind alles Sachen, die ich sowieso nicht brauchen werde. Ich werde auf jeden Fall, gleich die ganzen Sachen aus dem anderen Auto rausholen, damit ich einfach nach Hause komme. Sprit müsste ich auch rausholen. So, Essen, Trinken nehme ich auf jeden Fall mit, weil man weiß ja nicht, wie viele Tage ich jetzt brauche, um das Auto zu holen. Oh. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ärgert mich ein wenig, dass ich jetzt wirklich einfach so hohl war. Es aber auch keine Beschilderung gibt. Hier bitte nicht runterfahren. So. Wir können ja mal gucken, ob hier Blätter rumliegen, wenn wir hier schon rumlaufen. Na, Federn. Ja. Ja. Gut. Nicht mal Blätter. Das Spiel mag mich nicht. Ach ja. Also ich frage mich, wie er das mit dem Farming-System da machen möchte. Ob das dann überall geht oder ob man spezielle Felder haben muss. Ich denke mal, man muss klar spezielle Felder haben. Ja, mit einer Hake vielleicht den Boden aufweichen oder so Sachen. Aber was ich meinte, ist jetzt zum Beispiel wie hier, ob du dann hier auch zum Beispiel auf den Feldern dann auch anpflanzen kannst oder ob du wirklich erst alles bearbeiten musst. Ja, bin ich mal gespannt. So, wir essen was, dann geht die Stamina nämlich auch schneller voll, einfach weil wir beschäftigt sind. So, dann noch trinken.
Und dann haben wir auch wieder fast volle Stamina. Und ein bisschen Platz im Winter. Lauf schneller. Schneller, habe ich gesagt. Und diesen Weg jetzt jedes Mal laufen. Ich habe so das Gefühl, dass ich falsch laufe. Bin ich falsch gelaufen? Nee, hier sind die Windräder. Oh, ich bin eins, glaube ich, zu früh rechts abgebogen. Oder? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das so lange gedauert hat. Ja, ich bin eins zu früh abgebogen. Jetzt habe ich komplett die Orientierung verloren. Ja, das war das Haus hier, in dem wir drinnen waren. Und da unten müsste mein Auto stehen. Da auf dem kleinen Berg drauf. Ich glaube, ich versuche es nochmal einfach zu starten. Vielleicht regt sich ja was. Wenn ich lieber bin. Das heißt, ich hätte da hinten, glaube ich, reingemusst. Ja. Ey Mann, wo steht mein Auto? Nicht auf dem Berg. Ich meine, es sieht eigentlich noch topfit aus. Ist es aber nicht mehr. So, noch rückwärts. Oh, hier ist schon Gras drinne gewachsen. Na, super. Ja, gut. Das macht keinen Sinn. Das ist nur Spritverbrauch. So. Dann haben wir das schon mal. Motor haben wir noch drin. Ich glaube, Reifen hatten wir keine mehr im Kofferraum. So. Ach ja. Oh, es wird Abend. Das heißt, wir kommen im Dunkeln nach Hause. Es gibt hier im Spiel auch Banditen. Aber ich glaube, die kommen einen nur besuchen, wenn man die schon mal entdeckt hatte. Und da ich noch nichts mit ihnen am Hut hatte, habe ich die Hoffnung, dass sie mich in Ruhe lassen. Und ja. Hammer haben wir dabei. Tinder. haben wir, glaube ich, auch. Notfalls können wir ja ganz schnell welchen Hummeln trinken. Essen haben wir. Das Fleisch sollte aber trotzdem mit. Weil das jetzt, wo wir Salz haben, können wir das verarbeiten. So, dann laufen wir mal zurück. In der Hoffnung, dass wir dann das Auto da schnell startklar bekommen. So. Da müsste ja eigentlich das Feld sein. Also langsam runter. Ja, gut. Ach ja. Man kann auch sterben. Zum Beispiel, wenn man sich den Knöchel bricht und das passiert dann. Man verliert halt ein paar Sachen und die sind aber nicht weg. Die sind alle noch da, wo man gestorben ist. Ja, gut. Normalerweise ist das ja auch immer der Punkt, wo die ganzen Leute einfach das Spiel neu starten. Ich habe mir gesagt, ich möchte das nicht machen. Da ist ja auch eigentlich nicht vorgesehen. Es ist ja eigentlich vorgesehen, dass du es dann einfach holst. So, dann müssen wir die ganzen Sachen rausholen. Beziehungsweise, stopp. Wir machen die ganzen. Nein, das ist ja das kaputte Auto. Beziehungsweise das zu dicke Auto,
Das ist nicht aus der Garage, passt. So, dann holen wir den Rest mal raus. Und gucken mal, dass wir morgen uns ein neues Auto holen. Ja. Immerhin, wir haben unser Salz noch. Und wir sind zu Hause. Trautes Heimglück allein. Irgendwie ist das Glück noch nicht angekommen. Dann stellen wir schnell noch das Essen her. So. Ist nicht schlimm, dass wir nicht genug Platz haben. Dann landet es auf dem Boden. Der Boden ist ja sauber. Der wurde das letzte Mal erst vor der Apokalypse sauber gemacht. Und dann hat da sowieso keiner mehr dran gewohnt. So. Ah, das wollte ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Das kann nämlich hier hängen bleiben. Okay. Wieso ist das so schnell schlecht geworden? Okay. Wahnsinn. Ah, ich habe es, glaube ich, erst am dritten Tag aus dem Bären geholt. Deswegen ist es so schnell schlecht geworden. Ja, es ist ja nicht schlecht, aber es fällt halt relativ schnell. Das meinte ich damit. Ah, und tatsächlich haben wir jetzt hier nichts mehr. Keine Streichhölzer und... Gut. Also ich würde sagen, läuft bei uns. Besonders Materialbeschaffung, alles easy. Metall kommt hier eigentlich gar nicht. Doch, Metall kommt hier rein, aber das Holz kommt hier nicht rein. Diese Unordnung. Mensch, Mensch, Mensch. Hat doch alles seinen Platz. Das ist Spezial. Das kommt hier auch nicht rein. Das kommt hier runter. Es ist jetzt halt natürlich ein bisschen ärgerlich, dass das jetzt alles so war und dass ich dann auch darunter gefallen bin. Obwohl ich ganz, ganz vorsichtig gelaufen bin, ehrlich. Er ist schuld. Naja, kann passieren. So, 22 Uhr. Ja, wir können jetzt lieber schlafen. Neuer Tag, neues Glück. So, 8 Stunden. Dann ist auch gerade Sonnenaufgang. Und wir können die Morgenstunden schon mal nutzen. Und die restlichen Sachen. Gut. Autobatterie und alles kommt hier bei besonderen Sachen erstmal rein. Da werden wir dann später noch was basteln. Zündkerze brauchen wir definitiv. Nägel können hier bleiben. Nicht der Motor, die Nägel. So, das kommt in die Küche. Das kann hier bleiben. Damit wir auch mal ein bisschen hier Ordnung reinbekommen. So geht das ja nicht. Holz kommt hier rein. Oh. Essen kommt hier rein. Und die Flaschen auch. So, das kommt dann alles ins Auto. Trinken haben wir. Essen müssen wir auf jeden Fall. Ja gut, wir können ja auch gleich was essen und trinken. Dann müssen wir das nicht mitschleppen. Weil wir haben definitiv noch was zu trinken im Auto. Und Essen. Ja, kein Fleischstück können wir ja mitnehmen. Gut. Wir könnten aber eigentlich schon das restliche Fett nochmal. Oder haben wir keins mehr? Wir hatten doch noch Fett. Ja, da ist es doch. Bevor es schlecht wird, holen wir uns jetzt einfach ein bisschen Tinder. Und zünden da mal das Feuerchen an. Damit das ganze Fett eingeschmolzen wird. So. Dann haben wir ein bisschen Sprit für den Generator. So, wo bist du? Da bist du.
Feuerholz, 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 Feuerholz haben wir noch gebraucht. Und Streichhölzer. Und ich glaube, ich habe keine Streichhölzer mehr, aber wir können ja Streichhölzer herstellen. So ist es ja nicht. Das heißt, wir müssen hier erstmal dran und das rausholen. So, mit der Kohle, mit der Holzkohle und Stöckchen müssen wir herstellen. Hatte ich nicht Stöckchen? Egal. Ist jetzt unwichtig, was ich hatte oder nicht. Wir stellen erstmal Sticks her. Bam, badam, bam, jetzt sag mir bitte nicht, dass ich. Verloren. Ach, ich bin hier gar nicht an die Werkung gegangen. Ja. Okay, und ich brauchte keine Stückchen. Ich bin ein Vollprofi. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nicht Streichhölzer gebraucht. Da findet man eigentlich so viele davon. Aber gut. Es braucht doch ewig, so eine kleine Packung herzustellen. So. Na. Sieht nicht gut aus. Okay. Also wir haben 4 Reifen. Also wir haben eigentlich ein komplettes Auto. Das heißt, wir könnten eigentlich hier vorne ein Auto mitnehmen. Weil vorne auf der Straße ist ja auch ein Auto. Wir wollten aber erstmal. Jetzt gehe ich 50 Mal an diesen Schrank dran. Es tut mir leid. So, ich konzentriere mich jetzt erstmal darauf, auf das Feuer anzukommen. Jo, jetzt haben wir Feuerholz, jetzt haben wir Streichhölzer, jetzt haben wir Tinder. Oh. Dahin, das kommt dahin. Und es wäre Licht. Dann holen wir noch das Fett. Ja, sind leider jetzt nur noch 3 Stück. Aber das ist ja halb so wild. Wobei ich glaube, oben beim Bären liegt noch was. Es ist generell alles halb so wild. Ich muss dazu sagen, dass der Biofuel ist leider auch nicht so gut. Der ist jetzt nicht so gut wie der Sprit, also das Benzin. Ja, es ist ein bisschen traurig. Aber man hat wenigstens etwas. Wobei ich glaube, auch in den Autos hat jetzt mittlerweile angefangen, dass der Sprit in den lootbaren Autos auch nach der Zeit wiederkommt. So, jetzt das Auto schnell zusammenbauen. Damit wir dann endlich wieder einen fahrbaren Untersatz haben, damit wir dann die restlichen Sachen holen können. So. Ich würde sagen, wir holen uns auch demnächst mal den ersten Begleiter. Weil eigentlich, ich meine, viel Munition brauche ich da ja auch nicht. Ach, ja. Sehr schön. Ich habe nämlich meinen Benzintank gedroppt. Das heißt, ich muss den kompletten Weg zurücklaufen. Lass mal das Blatt aufheben. Hallo, Blatt. Ich muss den kompletten Weg zurücklaufen, nur um den Benzintank zu holen. Yay! Oh, ich will nicht. Dann stelle ich einfach neuen her, so. Oh, nee. Na, die Sache ist, wenn wir jetzt dahin laufen und nun wieder zurück, dann bringt es auch nicht viel. Haben wir hier noch? Nee, hier haben wir alles rausgenommen. Na, hier haben wir zwar noch Sprit drin, aber wir haben keinen Benzintank mehr. Ja gut, dann egal, ich stelle einen her. Und gut ist. Hauptsache, wir haben da, weil ansonsten, das ist doch blödsinnig, da hinten hinzulaufen.
Und das ist echt nicht schön. Ein Haufen Weg. So. Wir machen das hier jetzt einfach kaputt. Dann haben wir nämlich, also da kommen Metallteile raus. Beziehungsweise Components können da, glaube ich, auch rauskommen. Und die Schaukel ist das Einzige, was respawnt. Die anderen beiden Kinderspielsachen kommen nicht wieder. Und ja. So. Stirb. Oh, immer diese Ausdauer. Ich meine, ist zwar ein bisschen traurig, aber ich brauche die Komponente. Und ich will jetzt nicht so weit ewig rumlaufen. So. Das ist aber immer noch nicht genug. Die Schaukel würde ich halt schon gerne. Ach, die Schaukel, ja. Die Rutsche würde ich halt gerne schon lassen. Hier haben wir auch nichts mehr, oder? Nee. Ja, also ich würde sagen, nächste Folge gehen wir dann wieder los und zerstören ein paar Autos und gucken, dass wir noch ein paar Components bekommen, so dass wir dann wieder fahrtüchtig sind. Ja, ich meine, ich würde sagen, zwei Autos habe ich es schon geschafft. Das eine steckt in der Garage fest, das andere da hinten auf dem Berg. Ja, danke fürs Zuschauen. Falls ihr wissen wollt, wie viele Autos ich noch irgendwo feststecken kann. abonniert mich. Dann können wir mal gucken, wo ich überall Autos verstecken kann. Bye bye.